Gestern Abend Sitzung der FED und natürlich keine Zinserhöhung, ne? War ja eigentlich klar. Ganz kurz gingen die Märkte nach unten, aber danach kamen die Bullen wieder und haben das ganze Ding nach oben geschoben. Und wenn du wieder kein Geld verdient hast gestern, ne, dann liegt es an den 5 Gründen, die du jetzt in diesem Video erfährst. Grund Nummer 1, du hörst immer noch auf die falschen Leute. Schau mal, wenn du hier auf YouTube dich umschaust, ne, da haben dir in den letzten Wochen so viele Leute erzählt, dass die Welt untergeht. Hyperinflation, wo ist sie denn? Na, es gibt keine Hyperinflation, die Inflation sinkt sogar schon wieder. Banken sterben in den USA, ja, wo sind sie denn, die ganzen Großbanken, die über die Wupper gehen? Gibt es nicht. Ne? Zerfall des Dollars, sehe ich auch nicht. Rezession, Millionen von Arbeitslosen, sehe ich auch nicht. Ne? Also das heißt, du hast dir wieder Dinge erzählen lassen und die haben dich davon abgehalten, an den Märkten teilzunehmen. So, gleich Fehler Nummer 2. Und der beruht auf dem Fehler Nummer 1, nämlich wenn wir einen Bullenmarkt haben, so wie jetzt, dann musst du Attacke machen. In Bullenmärkten wird richtig Geld verdient. Wenn du jetzt aber von deinem Geld nur 20% oder 30% in den Märkten hast, dann kannst du kein Geld verdienen. Ne? So, das heißt, du fährst die ganze Zeit auf einer freien Autobahn, Sonntag früh, du hast ein 500 PS Auto, du fährst auch die ganze Zeit im zweiten Gang mit angezogener Handbremse, weil du dich nicht so richtig traust. Und das ist genau der Grund, weil du eben Fehler Nummer 1 auf die falschen Leute hörst und deswegen gibst du jetzt nicht richtig Gas. Fehler Nummer 3. Du bist zufrieden mit Mittelmaß. An dieser Stelle mal ein Lob für alle, die ETFs machen. Ja? Wenn du ETFs machst und wenn du Sparpläne machst, dann machst du sie ja schon besser als 95% aller Leute. Die meisten da draußen haben ja überhaupt keine Ahnung, wie man an der Börse Geld verdient. Das heißt, wenn du schon ETFs hast, dann machst du ja schon was richtig, richtig Gutes. So, also Lob an dich. Das Ding ist nur, ETFs sind eben mittelmäßig. Und wenn ich mir dann immer so, also mittelmäßig meine ich, du kriegst halt den Durchschnitt des Marktes. Und das ist auch okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich, geh mal in dich. Willst du 30 Jahre lang warten, bis du richtig Geld an der Börse machst? Willst du dich wirklich damit zufrieden geben, so der Durchschnitt zu sein? Also gehst du ins Restaurant und sagst, hey, ich will so ein durchschnittliches Essen, ich will ein durchschnittliches Leben, ich will eine durchschnittliche Frau, ich will ein durchschnittliches Auto, ich schicke meine Kinder an eine durchschnittliche Schule. Oder sagst du, ich will eigentlich was Besonderes haben. Ne? Und wir haben gerade ein neues Programm aufgelegt für unsere Kunden, wo wir zeigen, dass wir jedes ETF-Depot schlagen. Und wer jetzt sagt, oh, das ist auch wieder große Klappe, ich zeige das in den kommenden Tagen sogar mit Musterdepots. Okay, du kannst es live mitverfolgen. Aber das ist so ein Punkt, sei nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden. Es gibt so einfache Wege, wie man die Performance eines ETF-Depots deutlich nach oben bringen kann. Ja? Aber die meisten machen das nicht. Sagen wir mal Stichwort Optionen. So, jetzt kommen wir zum Fehler Nummer 4. Und der ist das genaue Gegenteil von Fehler Nummer 3. Das machen aber auch viele. Nämlich, ich habe schon gesagt, Optionen. Optionen sind mega. Du kannst mit Optionen so viel Geld verdienen, wenn du einmal weißt, wie es geht. Und jetzt tappen aber viele in diese Falle und sagen, naja, ich muss das jetzt kompliziert machen. Ne? Und dann machen sie unglaublich komplizierte Strategien. Butterflies, Income Strategies, Wheels, bla 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 bla. Ganz ehrlich, das ist alles schön, wenn du dich an dem Gefühl berauschen willst, dass du der Beste bist im Auswerten von Optionskennzahlen. Aber wir sind angetreten, um Geld an der Börse zu verdienen. Und zwar viel Geld. Und deswegen mach die Dinge nicht so kompliziert. Mach einfache Dinge. In jedem Business, in jedem Geschäft funktionieren die einfachsten Dinge am besten. So, nochmal, wenn du schon ETFs hast, hast du schon ganz gut gemacht. Aber du kannst noch einen drauflegen. Du musst jetzt aber nicht das Rad neu erfinden und irgendwas ganz, ganz Kompliziertes machen. So, und jetzt kommen wir noch zum Fehler Nummer 5. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Nämlich, das ist dein Ego. Das ist dein Ego. Dein Ego hält dich davon ab, Geld zu verdienen. Schau mal, es gibt ganz viele Leute, und vielleicht gehörst du auch dazu, die schauen jetzt schon seit Jahren hier zu. Seit Jahren schauen die hier zu. Und die wissen eigentlich, dass es richtig wäre, jetzt mal den nächsten Schritt zu gehen. Die wissen, dass das, was wir hier sagen, richtig ist. Aber ihr Ego hält sie immer zurück. Ah, was ist denn, wenn es doch nicht stimmt? Was ist denn, wenn der tatsächlich nur Werbung macht und da steckt gar nichts dahinter? Ach, lass mal noch das nächste Video abwarten und mal gucken, was kommt. Und naja, und jetzt will ich das wirklich machen. Bin ich denn gut genug? Kann ich denn das überhaupt? Soll ich dir was sagen? Das sind alles Ego-Geschichten. Ne? Dein eigenes Ego hält dich davon ab, Geld zu verdienen. Das Einzige, was du machen müsstest, ist zu sagen, ich probiere es mal aus.
Was hast du denn schon zu verlieren? Du schaust hier zu, weil du mit deinem jetzigen Zustand nicht zufrieden bist. Und wenn du jetzt nichts änderst, wird sich auch dein Zustand nicht ändern. Und dann versuche es. Glaub mir, es wird sich für dich lohnen, aber ich kann dir viel erzählen. Du musst dich selber mal davon überzeugen. Aber solange du dein Ego vor dir her schämst und sagst, nee, ich kann mich da nicht eintragen für so ein kostenloses Erstgespräch. Wer weiß, dann wollen die mir was verkaufen. Und dann haben ja auch welche in die Kommentare geschrieben, wenn der so gut wäre, würde er keine Bücher schreiben. Bla, bla, bla. Diese ganzen Low-Performer-Kommentare von Leuten, die pleite sind, keine Kohle haben und die dich davon abhalten, es endlich mal zu versuchen, aus der Masse auszubrechen. Und wenn du das endlich mal machen würdest, wenn du mal über dein Ego springen würdest, könnte dein Leben so viel besser aussehen und deine Börsenerfolge so viel besser. Also, mach jetzt den ersten Schritt. Vermeide diese 5 Fehler. Und dieser Bullenmarkt ist noch nicht alt. Und er wird noch lange, lange tragen. Und du wirst so viel Geld verdienen können, wenn du es endlich machst. Also, let's go.